Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Amberg, Matthias Amberg. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familien- und Erbrecht in Aschaffenburg sowie Inhaber der Kanzlei Matthias Amberg. Heute beschäftigen wir uns mal wieder mit einem, finde ich, spannenden Thema, nämlich mit dem Thema Geldanlagen auf Namen der Kinder. Und Sie können sich vorstellen, dieses Thema birgt sehr viel Streitpotenzial, weil oft legen die Eltern, Vater oder Mutter Geld auf Namen der Kinder an. Und dann kommt es zur Trennung und dann wird plötzlich das Sparbuch oder das Konto von dem Kind geplündert, weil die Eltern ja die Kontovollmacht haben. Die spannende Frage ist, dürfen das die Eltern? Und wie immer muss man sich da den Einzelfall anschauen. Also, fangen wir mal an mit der Situation, dass Vater 10.000 Euro auf ein Girokonto auf Namen vom Kind angelegt hat. Das Konto läuft auf Namen vom Kind. Dann ist ganz klar von der Rechtsprechung geregelt, dass in diesem Fall das Geld auch dem Kind gehört. Das Kind ist aber noch nicht geschäftsfähig. Insofern dürfen die Eltern schon im Interesse vom Kind handeln, aber die Betonung liegt im Interesse vom Kind. Und wenn jetzt der Vater das Geld abhebt, zum Beispiel für sich selbst verbraucht, klar ist es nicht im Kindeswohlinteresse. Da macht sich der Vater sogar schadensersatzpflichtig. Er hat rechtsmissbräuchlich sein Sorgerecht ausgeübt. Unter dem Sorgerecht fällt auch die Vermögensverwaltung. Aber Vermögensverwaltung fürs Kind bedeutet eben, dass ich im Interesse vom Kind handle. Also insofern, Super-GAU, Vater muss Geld zurückzahlen, hat Schadensersatzpflicht ausgelöst und hat auch noch in puncto Sorgerecht sicherlich ein Problem, weil da hat er sich als Jungs ungeeignet eigentlich geoutet, wenn er sowas macht. Jetzt kommt dann oft die Argumentation, hallo, ich habe das Geld gar nicht für mich verwendet, sondern ich habe das Geld verwendet, um zum Beispiel dem Kind ein Kinderzimmer zu schenken. Auch diesen Fall hat die Rechtsprechung schon geklärt. Das Kinderzimmer oder die Bezahlung vom Kinderzimmer hat was mit dem Unterhaltsanspruch vom Kind zu tun. Das müssen sowieso Vater und Mutter entsprechend zahlen, aber nicht mit dem Geld vom Kind, sondern mit dem eigenen Geld. Also selbst wenn der Vater das Kinderzimmer bezahlt hat mit diesem Geld, muss er trotzdem, wenn er zum Beispiel 10.000 Euro abgehoben hat, die 10.000 Euro zurückzahlen und kriegt das Kinderzimmer auch nicht zurück, weil das Kinderzimmer wurde ja dem Kind geschenkt. Außerdem ist die Bezahlung vom Kinderzimmer, wenn es notwendig war, ein Teil von dieser Unterhaltsverpflichtung. Jetzt schauen wir uns mal den anderen Fall an, das war jetzt gerade das Thema Girokonto. Was ist denn, wenn der Großvater auf Namen von seinem Enkel ein Sparbuch anlegt, aber das Sparbuch bei sich behält? Da muss ich jetzt differenzieren. Das Sparbuch ist ein Legitimationspapier, sagen wir Juristen dazu. Das heißt, derjenige, der das Sparbuch im Besitz hat, ist auch verfügungsberechtigt. Wenn da jetzt der Großvater kommt und sagt, Enkelkind hat mich dermaßen geärgert, lebt bei der Mutter und die Ex-Schwiegertochter regt mich sowieso auf. Das Sparbuch gebe ich nicht mehr raus, sondern gehe mit dem Sparbuch zur Bank und hebe das Geld ab. Da hat sich der Großvater jetzt nicht schadensersatzpflichtig gemacht, weil Sparbuch Legitimationspapier und bedeutet, derjenige, der das Sparbuch im Besitz hat, darf dann auch über dieses Geld verfügen. Insofern merken Sie, man muss immer ein bisschen differenzieren. Grundregel ganz klar, wenn ich auf Namen des Kindes Geld anlege, dann gehört es grundsätzlich auch dem Kind. Wenn das Kind minderjährig ist, die Eltern haben beide das Sorgerecht, darf nur grundsätzlich im Interesse vom Kind gehandelt werden und beim gemeinsamen Sorgerecht, meine Damen und Herren, dürfen auch die Eltern nur gemeinsam handeln. Ja, also auch wenn im Außenverhältnis, sprich gegenüber der Bank, man über Online-Banking Kontovollmacht hat, heißt es nicht, dass ich diese Kontovollmacht auch nutzen darf, sondern das muss ich mit der Mutter absprechen, muss immer schauen, ob es wirklich im Interesse des Kindes ist, wenn ich da jetzt Geld abhebe und ausgebe und so weiter. Bei Sparbüchern Besonderheit, Lex Specialis sozusagen, Legitimationspapier, derjenige, der das Sparbuch innehat, der darf auch darüber verfügen. Und dann kommt oft noch das Thema Treuhandgeschäft, sprich, die Eltern haben relativ viel Geldanlagen, müssen Kapitalertragssteuer zahlen und sagen, naja, jetzt legen wir doch mal Geld auf Namen des Kindes an, aber eigentlich ist das unser Geld. Wir machen das ja eigentlich nur, um Steuern zu sparen. Problem, wenn das vorgetragen wird, dann ein Treuhandverhältnis,
hat es natürlich die Konsequenz, ja, die Idee, Steuern zu sparen, ist gut, aber wenn ich sage, eigentlich ist es mein Geld und ich lebe das nur fake-mäßig auf einer Art von Kind, nennt man das Steuerhinterziehung, meine Damen und Herren. Also von daher ein bisschen aufpassen. Und wenn ich sage, nee, eigentlich, ich will ja keine Steuerhinterziehung begehen, warte schon für das Kind, dann gehört es auch dem Kind, dann kann ich es nicht entsprechend abheben. Sie merken, wie immer im Familien- und Erbrecht, meine Damen und Herren, man muss sich den Einzelfall anschauen. Das ist ja auch das Spannende in unseren Rechtsgebieten. Da ist eigentlich kein Fall wie der andere. Deswegen, wenn Sie so ein Problem haben, lassen Sie sich in Wille beraten von dem Anwalt, der Anwältin Ihres Vertrauens. Und dann wird man da auch eine Lösung finden. Wichtig ist aber, wenn das Geld auf Namen des Kindes liegt oder steht und läuft, dann ist es Geld vom Kind. Und dann müssen Sie auch das akzeptieren, auch wenn Sie im Hinterkopf eigentlich eine andere Idee gehabt haben. Ansonsten auch zu diesem Thema habe ich schon den ein oder anderen Artikel geschrieben. Die Artikel finden Sie immer auf unserer Homepage unter der Rubrik Info. Da haben wir sowohl die Ratgebersendung, aber auch alle Artikel, die ich schreibe für die regionale Tageszeitung. Und diese Themen haben wir da auch schon behandelt. Wenn Sie das Thema noch näher interessiert, schauen Sie mal auf unsere Homepage. Ansonsten, wie immer, wir freuen uns über jeden Like. Und wenn Sie noch Ideen haben oder wenn Sie sagen, mein Gott, dieses Thema, das möchte ich mal im Rahmen einer Ratgebersendung sehen, scheuen Sie sich nicht, schicken Sie uns eine E-Mail. Wenn das aus dem Bereich von Familie- und Erbrecht ist, werden wir das gerne entsprechend mit als Thema aufnehmen. Ich kriege die eine oder andere E-Mail manchmal mit Themen, die haben nun gar nichts mit Familie- und Erbrecht zu tun. Und meine Damen und Herren, wir haben uns spezialisiert auf Familie- und Erbrecht. Wir können auch nichts anderes. Von daher bitte Familie- und Erbrecht. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Ratgebersendung mit Ihnen. Bis dann.